Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Hast du deine Mathe-Hausaufgaben gemacht? Hallo Mary. Hast du deine Mathe-Hausaufgaben gemacht? Hallo Michael. Ja. Ich habe gestern meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann es mit Ihnen teilen. Hallo Michael. Ja. Ich habe gestern meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann es mit Ihnen teilen. Wirklich? Vielen Dank, Maria. Ich bleibe bei 2 Fragen hängen. Wirklich? Vielen Dank, Maria. Ich bleibe bei 2 Fragen hängen. Welche Fragen können Sie natürlich nicht lösen? Welche Fragen können Sie natürlich nicht lösen? 2. und 5. Frage. 2. und 5. Frage. Ich verstehe, bei der 2. Frage müssen Sie zunächst Ihre Gleichungen lösen. Bei der 5. Frage können Sie das Ergebnis durch die Divisionsoperation erreichen. Ich verstehe, bei der 2. Frage müssen Sie zunächst Ihre Gleichungen lösen. Bei der 5. Frage können Sie das Ergebnis durch die Divisionsoperation erreichen. Ich verstehe, lass es mich noch einmal versuchen und sehen. Vielen Dank. Ich verstehe, lass es mich noch einmal versuchen und sehen. Vielen Dank. Jederzeit. Michael. Ich helfe dir gerne weiter. Jederzeit. Michael. Ich helfe dir gerne weiter. Danke, Maria. Du warst wirklich hilfreich. Danke, Maria. Du warst wirklich hilfreich. Gern geschehen. Michael, Freunde sollten sich gegenseitig helfen. Gern geschehen. Michael, Freunde sollten sich gegenseitig helfen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Warst du jemals in London? Guten Morgen, Maria. Warst du jemals in London? Ja. Ich war letzten Sommer dort. Es ist eine faszinierende Stadt. Ja, ich war letzten Sommer dort. Es ist eine faszinierende Stadt. Ich habe gehört, dass die Geschichte dort unglaublich ist. Ich habe gehört, dass die Geschichte dort unglaublich ist. Der Tower of London ist auf jeden Fall ein Muss. Der Tower of London ist auf jeden Fall ein Muss. Hatten Sie Gelegenheit, die Museen zu erkunden? Hatten Sie Gelegenheit, die Museen zu erkunden? Ja, das British Museum war unglaublich. Es gibt so viel zu sehen. Ja, das British Museum war unglaublich. Es gibt so viel zu sehen. Ich wollte schon immer den Rosetta-Stein sehen. Ich wollte schon immer den Rosetta-Stein sehen. Persönlich ist es ziemlich beeindruckend. Und die Architektur ist faszinierend. Persönlich ist es ziemlich beeindruckend. Und die Architektur ist faszinierend. Die Mischung aus Alt und Neu muss unglaublich sein. Die Mischung aus Alt und Neu muss unglaublich sein. Ist es wirklich? Die Skyline ist eine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Ist es wirklich? Die Skyline ist eine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Haben Sie schon einen Spaziergang auf dem London Eye gemacht? Haben Sie schon einen Spaziergang auf dem London Eye gemacht? Ja, die Aussicht war atemberaubend. Man kann die ganze Stadt sehen. Ja, die Aussicht war atemberaubend. Man kann die ganze Stadt sehen. Wie wäre es mit dem Buckingham Palace? Hast du die Wachablösung gesehen? Wie wäre es mit dem Buckingham Palace? Hast du die Wachablösung gesehen? Ja, es war eine große Show. Ein wahres Beispiel britischer Tradition. Ja, es war eine große Show. Ein wahres Beispiel britischer Tradition. Haben Sie die Märkte recherchiert?
Haben Sie die Märkte recherchiert? Der Camden Market war interessant. Viele einzigartige Geschäfte. Der Camden Market war interessant. Viele einzigartige Geschäfte. Was ist mit Essen? Was ist mit Essen? Die Vielfalt war überraschend. Von Streetfood bis hin zu feinen Restaurants. Die Vielfalt war überraschend. Von Streetfood bis hin zu feinen Restaurants. Ich habe gehört, dass das West End ein Paradies für Theaterliebhaber ist. Ich habe gehört, dass das West End ein Paradies für Theaterliebhaber ist. Definitiv. Als ich dort war, habe ich ein tolles Musical gesehen. Definitiv. Als ich dort war, habe ich ein tolles Musical gesehen. Was ist mit Parks? Der Hyde Park muss im Sommer wunderschön sein. Was ist mit Parks? Der Hyde Park muss im Sommer wunderschön sein. Es passierte. Die Serpentine ist ein angenehmer Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Es passierte. Die Serpentine ist ein angenehmer Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, an der Themse entlang zu schlendern? Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, an der Themse entlang zu schlendern? Ja, in der South Bank wimmelt es von Straßenkünstlern und Künstlern. Ja, in der South Bank wimmelt es von Straßenkünstlern und Künstlern. Waren Sie schon einmal in einer der versteckten Straßen? Waren Sie schon einmal in einer der versteckten Straßen? Ja, ich bin in Soho auf einige bezaubernde kleine Straßen gestoßen. Ja, ich bin in Soho auf einige bezaubernde kleine Straßen gestoßen. Was ist mit den Märkten in Notting Hill? Was ist mit den Märkten in Notting Hill? Der Portobello Road Market war sehr angenehm. Zu viele Charaktere. Der Portobello Road Market war sehr angenehm. Zu viele Charaktere. Haben Sie eine Ahnung von der Literaturgeschichte der Stadt? Haben Sie eine Ahnung von der Literaturgeschichte der Stadt? Ja, ich habe das Charles Dickens Museum besucht. Es war faszinierend. Ja, ich habe das Charles Dickens Museum besucht. Es war faszinierend. Ich wollte schon immer Shakespeare's Globe Theater besuchen. Ich wollte schon immer Shakespeare's Globe Theater besuchen. Das ist ein Schritt zurück in die Zeit. Die Atmosphäre ist unglaublich. Das ist ein Schritt zurück in die Zeit. Die Atmosphäre ist unglaublich. Haben Sie eines der weniger bekannten Viertel erkundet? Haben Sie eines der weniger bekannten Viertel erkundet? Ich habe einige Zeit in Greenwich verbracht. Die maritime Geschichte ist interessant. Ich habe einige Zeit in Greenwich verbracht. Die maritime Geschichte ist interessant. Haben Sie versteckte Schätze wie kleine, unabhängige Buchhandlungen gefunden? Haben Sie versteckte Schätze wie kleine, unabhängige Buchhandlungen gefunden? Ja, ich habe in Bloomsbury ein faszinierendes gefunden. Ich hatte das Gefühl, in eine andere Ära einzutreten. Ja, ich habe in Bloomsbury ein faszinierendes gefunden. Ich hatte das Gefühl, in eine andere Ära einzutreten. Ich kann raten. Die Stadt scheint vielschichtige Geschichte zu haben. Ich kann raten. Die Stadt scheint vielschichtige Geschichte zu haben. Absolut jede Ecke hat eine Geschichte. Absolut jede Ecke hat eine Geschichte. Hatten Sie Gelegenheit, das Nachtleben kennenzulernen? Hatten Sie Gelegenheit, das Nachtleben kennenzulernen? Ich tat.
Soho erwacht nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben. Elektrisch. Ich tat. Soho erwacht nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben. Elektrisch. London scheint eine Stadt endloser Entdeckungen zu sein. London scheint eine Stadt endloser Entdeckungen zu sein. Ist es wirklich? Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und mehr zu erkunden. Ist es wirklich? Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und mehr zu erkunden. Ich muss bald eine Reise planen. Vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen, Miriam. Ich muss bald eine Reise planen. Vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen, Miriam. Gern geschehen, Michael. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben. Gern geschehen, Michael. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo Michael. Es war in Ordnung, danke. Du? Hallo Michael. Es war in Ordnung, danke. Du? Nicht schlecht. Den größten Teil des Tages verbrachte ich in der Bibliothek. Nicht schlecht. Den größten Teil des Tages verbrachte ich in der Bibliothek. Wirklich? Du scheinst immer sehr beschäftigt zu sein. Was hast du studiert? Wirklich? Du scheinst immer sehr beschäftigt zu sein. Was hast du studiert? Ich habe für meinen Mathe-Test gelernt. Sehr schwierig. Ich habe für meinen Mathe-Test gelernt. Sehr schwierig. Ja, ich weiß, was du meinst. Letztes Semester hatte ich Schwierigkeiten im Mathematikunterricht. Ja, ich weiß, was du meinst. Letztes Semester hatte ich Schwierigkeiten im Mathematikunterricht. Haben Sie einen Rat, wie ich effektiv lernen kann? Haben Sie einen Rat, wie ich effektiv lernen kann? Was mir geholfen hat, war, Probleme immer wieder zu lösen. Ich habe auch versucht, die Konzepte zu verstehen, anstatt mir die Formeln zu merken. Was mir geholfen hat, war, Probleme immer wieder zu lösen. Ich habe auch versucht, die Konzepte zu verstehen, anstatt mir die Formeln zu merken. Das sieht nützlich aus. Ich habe mich zu sehr auf das Auswendiglernen konzentriert. Das sieht nützlich aus. Ich habe mich zu sehr auf das Auswendiglernen konzentriert. Vergessen Sie auch nicht, eine Pause einzulegen. Es ist gut für Ihr Gehirn. Vergessen Sie auch nicht, eine Pause einzulegen. Es ist gut für Ihr Gehirn. Gibt es Bücher, die Sie empfehlen würden? Gibt es Bücher, die Sie empfehlen würden? Sie können Math Illuminated ausprobieren. Es erklärt die Konzepte auf einfache Weise. Sie können Math Illuminated ausprobieren. Es erklärt die Konzepte auf einfache Weise. Ich werde es prüfen. Danke, Maria. Ich werde es prüfen. Danke, Maria. Es ist okay. Michael. Hast du heute noch andere Lektionen? Es ist okay. Michael. Hast du heute noch andere Lektionen? Ja. Ich habe später eine Geschichtsstunde. Ja. Ich habe später eine Geschichtsstunde. Wer ist Ihr Professor? Wer ist Ihr Professor? Professor Wilson. Hast du ihn gehört? Professor Wilson. Hast du ihn gehört? Ja. Ich habe letztes Jahr an seinem Kurs teilgenommen. Er hat eine große Leidenschaft für Geschichte. Ja. Ich habe letztes Jahr an seinem Kurs teilgenommen. Er hat eine große Leidenschaft für Geschichte. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es macht den Unterricht interessanter.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es macht den Unterricht interessanter. Definitiv. Übrigens, machst du dieses Wochenende irgendetwas? Definitiv. Übrigens, machst du dieses Wochenende irgendetwas? Nicht wirklich. Ich bin offen für Pläne. Wovon? Nicht wirklich. Ich bin offen für Pläne. Wovon? Wir haben eine Lerngruppe in der Bibliothek. Möchtest du uns beitreten? Wir haben eine Lerngruppe in der Bibliothek. Möchtest du uns beitreten? Es wäre toll. Wann geht es los? Es wäre toll. Wann geht es los? Los geht es um 14 Uhr. Wir lernen 2 Stunden. Dann machen wir eine Pause. Los geht es um 14 Uhr. Wir lernen 2 Stunden. Dann machen wir eine Pause. Es passt zu mir. Ich werde da sein. Es passt zu mir. Ich werde da sein. Großartig. Mit dir wird es dort mehr Spaß machen. Großartig. Mit dir wird es dort mehr Spaß machen. Danke. Bis dann, Mary. Danke. Bis dann, Mary. Bis später, Michael. Bis später, Michael. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen. Ich bin Michael. Ich bin wegen des Gesundheitstourismus gekommen. Guten Morgen. Ich bin Michael. Ich bin wegen des Gesundheitstourismus gekommen. Guten Morgen, Michael. Willkommen in der Türkei. Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Wie kann ich dir helfen? Guten Morgen, Michael. Willkommen in der Türkei. Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Wie kann ich dir helfen? Danke, Maria. Ich bin wegen einer Kniegelenkersatzoperation hier. Ich habe gehört, dass die Türkei über ausgezeichnete Gesundheitseinrichtungen verfügt. Danke, Maria. Ich bin wegen einer Kniegelenkersatzoperation hier. Ich habe gehört, dass die Türkei über ausgezeichnete Gesundheitseinrichtungen verfügt. Du hast recht, Michael. Unsere medizinischen Einrichtungen sind erstklassig und unsere medizinischen Fachkräfte sind hochqualifiziert. Haben Sie bereits Vereinbarungen mit einem Krankenhaus getroffen? Du hast recht, Michael. Unsere medizinischen Einrichtungen sind erstklassig und unsere medizinischen Fachkräfte sind hochqualifiziert. Haben Sie bereits Vereinbarungen mit einem Krankenhaus getroffen? Ja, ich wurde für einen Eingriff im ECMI Hospital gebucht. Sie wurden wärmstens empfohlen. Ja, ich wurde für einen Eingriff im ECMI Hospital gebucht. Sie wurden wärmstens empfohlen. Das ist toll. ECMI ist für seine Expertise in orthopädischen Operationen bekannt. Sie sind in sicheren Händen. Haben Sie eine Unterkunft organisiert? Das ist toll. ECMI ist für seine Expertise in orthopädischen Operationen bekannt. Sie sind in sicheren Händen. Haben Sie eine Unterkunft organisiert? Ja, ich habe meinen Aufenthalt in einem nahegelegenen Hotel gebucht. Sie haben eine Partnerschaft mit dem Krankenhaus. Ja, ich habe meinen Aufenthalt in einem nahegelegenen Hotel gebucht. Sie haben eine Partnerschaft mit dem Krankenhaus. Das ist praktisch. Dort werden Sie sich wohlfühlen. Haben Sie alle notwendigen medizinischen Unterlagen bei sich? Das ist praktisch. Dort werden Sie sich wohlfühlen. Haben Sie alle notwendigen medizinischen Unterlagen bei sich? Ja, ich habe sie mitgebracht. Mir wurde geraten, alles organisiert zu halten. Ja, ich habe sie mitgebracht. Mir wurde geraten,
alles organisiert zu halten. Perfekt. Dadurch wird der Prozess reibungsloser. Fahren wir nun mit dem Registrierungsprozess fort. Könnten Sie bitte diese Formulare ausfüllen? Perfekt. Dadurch wird der Prozess reibungsloser. Fahren wir nun mit dem Registrierungsprozess fort. Könnten Sie bitte diese Formulare ausfüllen? Sicherlich. Gibt es etwas Spezielles, das ich wissen sollte? Sicherlich. Gibt es etwas Spezielles, das ich wissen sollte? Stellen Sie einfach sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig sind. Es hilft dem medizinischen Team, Ihren Zustand besser zu verstehen. Stellen Sie einfach sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig sind. Es hilft dem medizinischen Team, Ihren Zustand besser zu verstehen. Verstanden. Ich werde sehr vorsichtig sein. Kann ich Informationen zur präoperativen Vorbereitung erhalten? Verstanden. Ich werde sehr vorsichtig sein. Kann ich Informationen zur präoperativen Vorbereitung erhalten? Definitiv. Sie erhalten detaillierte Anweisungen von Ihrem Chirurgen. Dazu können Ernährungsrichtlinien und Medikamente gehören, die Sie absetzen oder fortsetzen müssen. Definitiv. Sie erhalten detaillierte Anweisungen von Ihrem Chirurgen. Dazu können Ernährungsrichtlinien und Medikamente gehören, die Sie absetzen oder fortsetzen müssen. Darauf werde ich achten. Wie sieht die Nachsorge nach der Operation aus? Darauf werde ich achten. Wie sieht die Nachsorge nach der Operation aus? Ihr Chirurg wird Ihnen nach der Operation spezielle Anweisungen geben. Es werden Themen wie Wundversorgung, Physiotherapie und Nachsorgetermine behandelt. Ihr Chirurg wird Ihnen nach der Operation spezielle Anweisungen geben. Es werden Themen wie Wundversorgung, Physiotherapie und Nachsorgetermine behandelt. Es ist beruhigend, das zu wissen. Ich habe über die berühmte Gastfreundschaft der Türkei gelesen. Es spiegelt sich hier wieder. Es ist beruhigend, das zu wissen. Ich habe über die berühmte Gastfreundschaft der Türkei gelesen. Es spiegelt sich hier wieder. Unser Ziel ist es, Ihre Erfahrung so angenehm wie möglich zu gestalten. Michael, haben Sie noch weitere Fragen? Unser Ziel ist es, Ihre Erfahrung so angenehm wie möglich zu gestalten. Michael, haben Sie noch weitere Fragen? Ja. Aber was ist mit Sprachbarrieren? Ich kann kein Türkisch. Ja. Aber was ist mit Sprachbarrieren? Ich kann kein Türkisch. Keine Sorge. Die meisten medizinischen Fachkräfte sprechen hier gut Englisch. Bei Bedarf können wir auch einen Dolmetscher vermitteln. Keine Sorge. Die meisten medizinischen Fachkräfte sprechen hier gut Englisch. Bei Bedarf können wir auch einen Dolmetscher vermitteln. Es war eine Erleichterung. Ich schätze den zusätzlichen Aufwand. Wie sieht es mit lokalen Sehenswürdigkeiten aus? Ich habe vor, während meiner Genesung einige Reisen zu unternehmen. Es war eine Erleichterung. Ich schätze den zusätzlichen Aufwand. Wie sieht es mit lokalen Sehenswürdigkeiten aus? Ich habe vor, während meiner Genesung einige Reisen zu unternehmen. Türkei ist reich an Geschichte und Naturschönheiten. Ich kann Ihnen einige Orte empfehlen, die Sie besuchen können, wenn Sie sich dazu bereit fühlen. Türkei ist reich an Geschichte und Naturschönheiten. Ich kann Ihnen einige Orte empfehlen, die Sie besuchen können, wenn Sie sich dazu bereit fühlen. Es wäre toll,
Ich wollte Istanbul schon immer erkunden. Es wäre toll. Ich wollte Istanbul schon immer erkunden. Istanbul ist eine pulsierende Stadt, die viel zu bieten hat. Sie werden Ihre Zeit hier genießen. Istanbul ist eine pulsierende Stadt, die viel zu bieten hat. Sie werden Ihre Zeit hier genießen. Ich habe keinen Zweifel. Vielen Dank, Mary, für alle Informationen. Ich habe keinen Zweifel. Vielen Dank, Mary, für alle Informationen. Gern geschehen, Michael. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Sie ein reibungsloses und erfolgreiches Erlebnis haben. Gern geschehen, Michael. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Sie ein reibungsloses und erfolgreiches Erlebnis haben. Ich fühle mich sehr sicher. Ich freue mich auf meine Genesungsreise in der Türkei. Ich fühle mich sehr sicher. Ich freue mich auf meine Genesungsreise in der Türkei. Wir freuen uns, dich bei uns zu haben. Michael, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Operation und eine schnelle Genesung. Wir freuen uns, dich bei uns zu haben. Michael, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Operation und eine schnelle Genesung. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary, wie fühlst du dich heute? Hallo Mary, wie fühlst du dich heute? Mir geht es etwas besser. Danke der Nachfrage. Der Arzt sagte, dass es mir bald wieder gut gehen würde. Mir geht es etwas besser. Danke der Nachfrage. Der Arzt sagte, dass es mir bald wieder gut gehen würde. Das ist schön zu hören. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen? Das ist schön zu hören. Kann ich irgendetwas tun, um Ihnen zu helfen? Könnten Sie mir bitte etwas Wasser aus dem Spender holen? Könnten Sie mir bitte etwas Wasser aus dem Spender holen? Das besorge ich dir natürlich sofort. Das besorge ich dir natürlich sofort. Danke, Michael. Übrigens, hast du heute die Krankenschwester gesehen? Danke, Michael. Übrigens, hast du heute die Krankenschwester gesehen? Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Er sagte, sie würden sie in einer Stunde noch einmal untersuchen. Ja, ich habe schon einmal mit ihm gesprochen. Er sagte, sie würden sie in einer Stunde noch einmal untersuchen. Gut, ich hoffe, Sie können herausfinden, was diesen Schmerz verursacht. Gut, ich hoffe, Sie können herausfinden, was diesen Schmerz verursacht. Ich bin auch Mary. Hoffen wir auf eine schnelle Diagnose. Ich bin auch Mary. Hoffen wir auf eine schnelle Diagnose. Danke, dass du hier bei mir bist, Michael. Das bedeutet viel. Danke, dass du hier bei mir bist, Michael. Das bedeutet viel. Gern geschehen, Mary. Ich bin hier, um Sie in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Gern geschehen, Mary. Ich bin hier, um Sie in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Hallo Michael. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Es tut mir leid, das zu hören. Hat der Arzt Sie schon gesehen? Es tut mir leid, das zu hören. Hat der Arzt Sie schon gesehen? Ja, das taten sie.
Sie denken, es könnte die Grippe sein. Ja, das taten sie. Sie denken, es könnte die Grippe sein. Das ist so schwierig. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Das ist so schwierig. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Danke für den Besuch. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Danke für den Besuch. Natürlich. Maria, ich habe dir ein paar Zeitschriften und deinen Lieblingstee mitgebracht. Natürlich. Maria, ich habe dir ein paar Zeitschriften und deinen Lieblingstee mitgebracht. Du bist sehr rücksichtsvoll, Michael. Du weißt immer, wie ich mich besser fühlen kann. Du bist sehr rücksichtsvoll, Michael. Du weißt immer, wie ich mich besser fühlen kann. Ich werde mein Bestes geben. Du bist mir wichtig. Ich werde mein Bestes geben. Du bist mir wichtig. Ich bin dankbar für Ihre Unterstützung. Wie läuft es bei der Arbeit? Ich bin dankbar für Ihre Unterstützung. Wie läuft es bei der Arbeit? Es war ein wenig intensiv, aber ich habe es geschafft. Sie wissen, dass ich für dich da sein sollte. Es war ein wenig intensiv, aber ich habe es geschafft. Sie wissen, dass ich für dich da sein sollte. Du bist ein sehr ergebener Freund. Ich bin glücklich, dich zu haben. Du bist ein sehr ergebener Freund. Ich bin glücklich, dich zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Mary. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Mary. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Erinnern Sie sich an die Wanderung, die wir geplant hatten? Hoffentlich können wir bald einen neuen Termin vereinbaren. Erinnern Sie sich an die Wanderung, die wir geplant hatten? Hoffentlich können wir bald einen neuen Termin vereinbaren. Definitiv. Wir werden noch viele weitere Abenteuer erleben, wenn du wieder auf den Beinen bist. Definitiv. Wir werden noch viele weitere Abenteuer erleben, wenn du wieder auf den Beinen bist. Ich freue mich darauf. Und ich verspreche, dass ich diese Schokoladenkekse backen werde. Ich freue mich darauf. Und ich verspreche, dass ich diese Schokoladenkekse backen werde. Ich bin mir sicher, dass es die besten Kekse aller Zeiten sein werden. Ich bin mir sicher, dass es die besten Kekse aller Zeiten sein werden. Michael, kannst du meine Familie anrufen und sie über meine Situation informieren? Michael, kannst du meine Familie anrufen und sie über meine Situation informieren? Natürlich werde ich sie sofort anrufen. Natürlich werde ich sie sofort anrufen. Danke schön. Ich weiß, dass Sie sich besser fühlen werden, wenn Sie von Ihnen hören. Danke schön. Ich weiß, dass Sie sich besser fühlen werden, wenn Sie von Ihnen hören. Wir sind auch wie eine kleine Familie, Mary. Wir sind auch wie eine kleine Familie, Mary. Ich bin so dankbar für deine Freundschaft, Michael. Du bedeutest die Welt für mich. Ich bin so dankbar für deine Freundschaft, Michael. Du bedeutest die Welt für mich. Du bedeutest mir auch viel, Mary. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Du bedeutest mir auch viel, Mary. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich weiß, dass wir das tun werden. Danke, dass du mein Fels bist, Michael. Ich weiß, dass wir das tun werden. Danke, dass du mein Fels bist, Michael. Immer, Mary. Nun ruhen Sie sich aus. Ich kümmere mich um alles andere. Immer, Mary. Nun ruhen Sie sich aus.
Ich kümmere mich um alles andere. Du bist der beste Michael. Du bist der beste Michael. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen. Ich bin Michael. Ich bin wegen Gesundheitstourismus in die Türkei gekommen. Meine Magenoperation war geplant. Guten Morgen. Ich bin Michael. Ich bin wegen Gesundheitstourismus in die Türkei gekommen. Meine Magenoperation war geplant. Guten Morgen, Michael. Willkommen in der Türkei. Wir freuen uns, Sie für Ihre medizinischen Anliegen hier begrüßen zu dürfen. Wie war deine Reise? Guten Morgen, Michael. Willkommen in der Türkei. Wir freuen uns, Sie für Ihre medizinischen Anliegen hier begrüßen zu dürfen. Wie war deine Reise? Es ist lange her, aber ich bin erleichtert, endlich hier zu sein. Türkei genießt einen hervorragenden Ruf für medizinische Behandlungen. Es ist lange her, aber ich bin erleichtert, endlich hier zu sein. Türkei genießt einen hervorragenden Ruf für medizinische Behandlungen. Wir sind auf jeden Fall stolz auf unsere Gesundheitsdienstleistungen. Können Sie mir mehr über Ihre Krankengeschichte und den durchgeführten Eingriff erzählen? Wir sind auf jeden Fall stolz auf unsere Gesundheitsdienstleistungen. Können Sie mir mehr über Ihre Krankengeschichte und den durchgeführten Eingriff erzählen? Ich hatte jahrelang Magenprobleme und mein örtlicher Arzt empfahl mir eine Operation. Allerdings war die Warteliste zu Hause sehr lang. Ich hatte jahrelang Magenprobleme und mein örtlicher Arzt empfahl mir eine Operation. Allerdings war die Warteliste zu Hause sehr lang. Das ist unglücklich. Türkei ist für seine kürzeren Wartezeiten und seine hochwertige medizinische Versorgung bekannt. In welches Krankenhaus gehen Sie für Ihre Operation? Das ist unglücklich. Türkei ist für seine kürzeren Wartezeiten und seine hochwertige medizinische Versorgung bekannt. In welches Krankenhaus gehen Sie für Ihre Operation? Ich habe mich für ein Krankenhaus in Istanbul entschieden. Es wurde von einigen Freunden, die ähnliche Eingriffe hatten, wärmstens empfohlen. Ich habe mich für ein Krankenhaus in Istanbul entschieden. Es wurde von einigen Freunden, die ähnliche Eingriffe hatten, wärmstens empfohlen. Das ist schön zu hören. In Istanbul gibt es erstklassige Krankenhäuser. Haben Sie Ihre medizinische Reise durch eine medizinische Fachkraft arrangiert? Das ist schön zu hören. In Istanbul gibt es erstklassige Krankenhäuser. Haben Sie Ihre medizinische Reise durch eine medizinische Fachkraft arrangiert? Ja, habe ich. Sie waren sehr hilfreich bei der Koordination von Terminen bis hin zur Unterkunft. Ja, habe ich. Sie waren sehr hilfreich bei der Koordination von Terminen bis hin zur Unterkunft. Das ist eine kluge Wahl. Gesundheitshelfer machen den Prozess reibungsloser. Haben Sie Bedenken oder Fragen zu Ihrer Operation? Das ist eine kluge Wahl. Gesundheitshelfer machen den Prozess reibungsloser. Haben Sie Bedenken oder Fragen zu Ihrer Operation? Ich bin etwas nervös wegen der Sprachbarriere. Ich hoffe, dass das medizinische Personal Englisch versteht. Ich bin etwas nervös wegen der Sprachbarriere. Ich hoffe, dass das medizinische Personal Englisch versteht. Die meisten Mediziner in der Türkei sprechen Englisch. Insbesondere in größeren Städten wie Istanbul. Sprache sollte kein großes Problem sein. Die meisten Mediziner in der Türkei sprechen Englisch.
insbesondere in größeren Städten wie Istanbul. Sprache sollte kein großes Problem sein. Das ist beruhigend. Wie sieht es mit den Kosten aus? Ist Gesundheitstourismus kosteneffektiv? Das ist beruhigend. Wie sieht es mit den Kosten aus? Ist Gesundheitstourismus kosteneffektiv? Der Gesundheitstourismus in der Türkei ist im Vergleich zu vielen westlichen Ländern dafür bekannt, erschwinglich zu sein. Oft erhalten sie eine qualitativ hochwertige Pflege zu einem Bruchteil der Kosten. Der Gesundheitstourismus in der Türkei ist im Vergleich zu vielen westlichen Ländern dafür bekannt, erschwinglich zu sein. Oft erhalten sie eine qualitativ hochwertige Pflege zu einem Bruchteil der Kosten. Dies ist einer der Gründe, warum ich mich für die Türkei entschieden habe. Es ist günstiger und ich kann ein neues Land erkunden, während ich mich erhole. Dies ist einer der Gründe, warum ich mich für die Türkei entschieden habe. Es ist günstiger und ich kann ein neues Land erkunden, während ich mich erhole. Die Türkei zu erkunden ist eine großartige Idee. Wir haben eine reiche Kultur und Geschichte. Haben Sie Ihre postoperativen Aktivitäten geplant? Die Türkei zu erkunden ist eine großartige Idee. Wir haben eine reiche Kultur und Geschichte. Haben Sie Ihre postoperativen Aktivitäten geplant? Ich habe von wunderschönen Stränden und historischen Städten gehört. Ich hoffe, dass ich Sie nach meiner Genesung besuchen kann. Ich habe von wunderschönen Stränden und historischen Städten gehört. Ich hoffe, dass ich Sie nach meiner Genesung besuchen kann. Natürlich hat die Türkei viel zu bieten. Vergessen Sie nicht unsere köstliche Küche. Haben Sie schon türkisches Essen probiert? Natürlich hat die Türkei viel zu bieten. Vergessen Sie nicht unsere köstliche Küche. Haben Sie schon türkisches Essen probiert? Noch nicht. Aber ich kann es kaum erwarten, türkische Köstlichkeiten zu probieren. Irgendein Rat? Noch nicht. Aber ich kann es kaum erwarten, türkische Köstlichkeiten zu probieren. Irgendein Rat? Probieren Sie unbedingt Kebab, Baklava und türkischen Tee. Alles sehr schön. Probieren Sie unbedingt Kebab, Baklava und türkischen Tee. Alles sehr schön. Ich merke es mir. Wie ist der Transport? Ist es einfach, sich fortzubewegen? Ich merke es mir. Wie ist der Transport? Ist es einfach, sich fortzubewegen? Ja, die Türkei verfügt über ein entwickeltes Transportsystem. Sie können in Istanbul Taxis, öffentliche Busse und sogar die U-Bahn nutzen. Ja, die Türkei verfügt über ein entwickeltes Transportsystem. Sie können in Istanbul Taxis, öffentliche Busse und sogar die U-Bahn nutzen. Das ist gut zu wissen. Ich möchte das Beste aus meinem Aufenthalt hier machen. Können Sie mir bei lokalen Sehenswürdigkeiten und der Anreise dorthin helfen? Das ist gut zu wissen. Ich möchte das Beste aus meinem Aufenthalt hier machen. Können Sie mir bei lokalen Sehenswürdigkeiten und der Anreise dorthin helfen? Natürlich kann ich Ihnen auch Informationen zu beliebten Ausflugszielen und deren Anreise geben. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Natürlich kann ich Ihnen auch Informationen zu beliebten Ausflugszielen und deren Anreise geben. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Danke, Maria. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Seit meiner Ankunft waren alle so freundlich. Danke, Maria. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Seit meiner Ankunft waren alle so freundlich. Gern geschehen. Michael, wir sind hier, um Ihr Gesundheitstourismus-Erlebnis komfortabel und angenehm zu gestalten. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, diese zu stellen. Gern geschehen. Michael, wir sind hier, um Ihr Gesundheitstourismus-Erlebnis komfortabel und angenehm zu gestalten. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, diese zu stellen. Ich werde dir danken. Ich freue mich auf meine Operation und darauf, die Türkei zu erkunden. Ich werde dir danken. Ich freue mich auf meine Operation und darauf, die Türkei zu erkunden. Wir hoffen, dass Sie eine erfolgreiche Operation und einen wundervollen Aufenthalt in der Türkei haben. Michael, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie etwas benötigen. Wir hoffen, dass Sie eine erfolgreiche Operation und einen wundervollen Aufenthalt in der Türkei haben. Michael, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie etwas benötigen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Was würden Sie gerne im Kino sehen? Hallo Mary. Was würden Sie gerne im Kino sehen? Hallo Michael. Ich denke darüber nach, mir eine Komödie oder einen romantischen Film anzusehen. Hallo Michael. Ich denke darüber nach, mir eine Komödie oder einen romantischen Film anzusehen. Großartig. Wählen wir also eine romantische Komödie. Welchen Film würdest du gerne sehen? Großartig. Wählen wir also eine romantische Komödie. Welchen Film würdest du gerne sehen? Ich habe Love in Laughter gehört und möchte es mir ansehen. Ich habe Love in Laughter gehört und möchte es mir ansehen. Okay. Sollen wir Karten für Love in Laughter besorgen? Okay. Sollen wir Karten für Love in Laughter besorgen? Ja, bitte. Ja, bitte. Möchten Sie einen Snack, bevor der Film beginnt? Möchten Sie einen Snack, bevor der Film beginnt? Klar. Lass uns Popcorn und Limonade trinken. Klar. Lass uns Popcorn und Limonade trinken. Wie groß soll das Popcorn sein? Wie groß soll das Popcorn sein? Medium reicht aus, danke. Medium reicht aus, danke. Okay. Ich nehme 2 mittelgroße Popcorns und 2 Limonaden. Okay. Ich nehme 2 mittelgroße Popcorns und 2 Limonaden. Danke, Michael. Danke, Michael. Wie lange dauert es, bis der Film beginnt? Wie lange dauert es, bis der Film beginnt? Sieht so aus, als hätten wir noch 10 Minuten. Sieht so aus, als hätten wir noch 10 Minuten. Okay. Ich möchte auf die Toilette gehen. Kannst du auch kommen? Okay. Ich möchte auf die Toilette gehen. Kannst du auch kommen? Natürlich muss ich auch gehen. Besser, als nach dem Kino anzufangen. Natürlich muss ich auch gehen. Besser, als nach dem Kino anzufangen. Definitiv. Dann müssen wir jetzt gehen. Definitiv. Dann müssen wir jetzt gehen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Was kann ich Ihnen heute mitbringen? Mir geht es gut, danke der Nachfrage.
Was kann ich Ihnen heute mitbringen? Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Schokoladencroissant, bitte. Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Schokoladencroissant, bitte. Selbstverständlich gibt es einen Cappuccino und ein Schokocroissant. Willst du diesen Ort oder gehst du? Selbstverständlich gibt es einen Cappuccino und ein Schokocroissant. Willst du diesen Ort oder gehst du? Ich nehme es bitte hierher. Ich möchte die entspannte Atmosphäre genießen. Ich nehme es bitte hierher. Ich möchte die entspannte Atmosphäre genießen. Natürlich, setzen Sie sich bitte. Ihre Bestellung ist im Handumdrehen fertig. Natürlich, setzen Sie sich bitte. Ihre Bestellung ist im Handumdrehen fertig. Michael bereitet Cappuccino und Croissant zu. Michael bereitet Cappuccino und Croissant zu. Übrigens, Michael, hast du das neue Gebäck hier schon probiert? Übrigens, Michael, hast du das neue Gebäck hier schon probiert? Noch nicht. Mary, geht es Ihnen gut? Noch nicht. Mary, geht es Ihnen gut? Ja, ich habe gestern das dänische Mandelgericht probiert und es war köstlich. Ja, ich habe gestern das dänische Mandelgericht probiert und es war köstlich. Klingt verlockend. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Klingt verlockend. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Hier ist der Cappuccino und das Schokoladencroissant, Mary. Hier ist der Cappuccino und das Schokoladencroissant, Mary. Danke, Michael. Sieht großartig aus. Danke, Michael. Sieht großartig aus. Gern geschehen. Viel Spaß. Gern geschehen. Viel Spaß. Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen und am Sonntag vielleicht einen Film anzusehen. In Ordnung, und du? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen und am Sonntag vielleicht einen Film anzusehen. In Ordnung, und du? Ich habe vor, am Samstag den Bauernmarkt zu besuchen und am Sonntag ein paar Bücher zu lesen. Ich habe vor, am Samstag den Bauernmarkt zu besuchen und am Sonntag ein paar Bücher zu lesen. Das hört sich gut an. Vor uns liegen beide erholsame Wochenenden. Das hört sich gut an. Vor uns liegen beide erholsame Wochenenden. Definitiv. Michael, kann ich bitte das Konto haben? Definitiv. Michael, kann ich bitte das Konto haben? Natürlich. Hier ist es. Ihr Gesamtbetrag beträgt $8.50. Natürlich. Hier ist es. Ihr Gesamtbetrag beträgt $8.50. Hier ist ein 10-Dollar-Schein. Heben Sie sich die Spitze als Tipp auf. Hier ist ein 10-Dollar-Schein. Heben Sie sich die Spitze als Tipp auf. Vielen Dank, Maria. Ich schätze es. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank, Maria. Ich schätze es. Einen schönen Tag noch. Du auch, Michael. Tschüss. Du auch, Michael. Tschüss. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey, Mary. Hast du den Film, The Mask, mit Jim Carrey gesehen? Hey, Mary. Hast du den Film, The Mask, mit Jim Carrey gesehen? Ja, ich habe es gerade gesehen. Jim Carrey war darin großartig. Ja, ich habe es gerade gesehen.
Jim Carrey war darin großartig. Er hat der Figur wirklich Leben eingehaucht, nicht wahr? Er hat der Figur wirklich Leben eingehaucht, nicht wahr? Definitiv. Seine Energie und sein komödiantisches Timing waren perfekt. Definitiv. Seine Energie und sein komödiantisches Timing waren perfekt. Seine Verwandlung in einen wilden und verrückten Charakter ist beeindruckend. Seine Verwandlung in einen wilden und verrückten Charakter ist beeindruckend. Ja, es ist, als wäre er für diese Rolle geboren. Ja, es ist, als wäre er für diese Rolle geboren. Wussten Sie, dass Jim Carreys physische Comedy-Fähigkeiten eine große Bereicherung für den Film waren? Wussten Sie, dass Jim Carreys physische Comedy-Fähigkeiten eine große Bereicherung für den Film waren? Ich habe gehört, dass Sie sich viel Mühe gegeben haben, diese übertriebenen Bewegungen zu perfektionieren. Ich habe gehört, dass Sie sich viel Mühe gegeben haben, diese übertriebenen Bewegungen zu perfektionieren. Das ist Hingabe. Aber es hat sich gelohnt, die Szenen waren sehr lustig. Das ist Hingabe. Aber es hat sich gelohnt, die Szenen waren sehr lustig. In einigen dieser Momente konnte ich nicht aufhören zu lachen. In einigen dieser Momente konnte ich nicht aufhören zu lachen. Auch die Spezialeffekte waren erstklassig. Auch die Spezialeffekte waren erstklassig. Sie haben wirklich zum Gesamterlebnis beigetragen. Sie haben wirklich zum Gesamterlebnis beigetragen. Die Maske selbst ist ein sehr einzigartiges und interessantes Konzept. Die Maske selbst ist ein sehr einzigartiges und interessantes Konzept. Er verlieh der Figur diese überlebensgroße Persönlichkeit. Er verlieh der Figur diese überlebensgroße Persönlichkeit. Ich frage mich, wie Sie auf dieses Design gekommen sind. Ich frage mich, wie Sie auf dieses Design gekommen sind. Ich habe gelesen, dass es eine Kombination verschiedener künstlerischer Ideen war. Ich habe gelesen, dass es eine Kombination verschiedener künstlerischer Ideen war. Das macht Sinn. Es war absolut ikonisch. Das macht Sinn. Es war absolut ikonisch. Apropos Ikonen. Jim Carreys Darstellung der Figur war legendär. Apropos Ikonen. Jim Carreys Darstellung der Figur war legendär. Es ist eine der Rollen, die ihm immer in Erinnerung bleiben werden. Es ist eine der Rollen, die ihm immer in Erinnerung bleiben werden. Absolut. Das ist ein Klassiker. Absolut. Das ist ein Klassiker. Haben Sie andere Filme mit Jim Carrey gesehen? Haben Sie andere Filme mit Jim Carrey gesehen? Ja. Ich habe einige gesehen. Er ist ein vielseitiger Schauspieler. Ja, ich habe einige gesehen. Er ist ein vielseitiger Schauspieler. Definitiv. Er kann sowohl Komödie als auch Drama sehr gut. Definitiv. Er kann sowohl Komödie als auch Drama sehr gut. Haben Sie Eternal Sunshine of the Spotless Mind gesehen? Haben Sie Eternal Sunshine of the Spotless Mind gesehen? Ja, das war eine völlig andere Seite von ihm, aber es war erstaunlich. Ja, das war eine völlig andere Seite von ihm, aber es war erstaunlich. Welche Tiefe und Emotion er in dieser Rolle zeigte. Welche Tiefe und Emotion er in dieser Rolle zeigte. Es ist erstaunlich, wie mühelos er zwischen den Genres wechseln kann.
Es ist erstaunlich, wie mühelos er zwischen den Genres wechseln kann. Dies ist das Zeichen eines wirklich talentierten Schauspielers. Dies ist das Zeichen eines wirklich talentierten Schauspielers. Und er hat eine sehr lange und erfolgreiche Karriere hinter sich. Und er hat eine sehr lange und erfolgreiche Karriere hinter sich. Er hat Hollywood definitiv seinen Stempel aufgedrückt. Er hat Hollywood definitiv seinen Stempel aufgedrückt. Ich frage mich, was seine Lieblingsrolle ist. Ich frage mich, was seine Lieblingsrolle ist. Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele zur Auswahl. Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele zur Auswahl. Ja, es muss schwierig sein, sich nur für eines zu entscheiden. Ja, es muss schwierig sein, sich nur für eines zu entscheiden. Vielleicht werden wir es eines Tages herausfinden. Vielleicht werden wir es eines Tages herausfinden. Es wäre interessant, seine Sicht auf seine Karriere zu hören. Es wäre interessant, seine Sicht auf seine Karriere zu hören. Definitiv. Er hat eine einzigartige Reise in der Branche hinter sich. Definitiv. Er hat eine einzigartige Reise in der Branche hinter sich. Was auch immer seine Lieblingsrolle war, er hat uns unglaubliche Leistungen gezeigt. Was auch immer seine Lieblingsrolle war, er hat uns unglaubliche Leistungen gezeigt. Definitiv. Er ist ein wahrer filmischer Schatz. Definitiv. Er ist ein wahrer filmischer Schatz. Ich kann nur zustimmen. Jim Carrey ist eine Legende. Ich kann nur zustimmen. Jim Carrey ist eine Legende. Definitiv. Und The Mask wird immer ein Klassiker bleiben. Definitiv. Und The Mask wird immer ein Klassiker bleiben. Kein Zweifel. Ein Film, der niemals alt wird. Kein Zweifel. Ein Film, der niemals alt wird. Sehr richtig. Ein Kinowerk jenseits der Zeit. Sehr richtig. Ein Kinowerk jenseits der Zeit. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, bist du heute Abend bereit für das Abendessen? Hey Mary, bist du heute Abend bereit für das Abendessen? Klar. Das klingt nach einer tollen Idee. Wohin willst du gehen? Klar. Das klingt nach einer tollen Idee. Wohin willst du gehen? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Lokal in der Innenstadt? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Lokal in der Innenstadt? Es klingt perfekt. Ich habe gehört, dass ihre Pasta großartig ist. Es klingt perfekt. Ich habe gehört, dass ihre Pasta großartig ist. Super. Ich reserviere für 19 Uhr. Super. Ich reserviere für 19 Uhr. Perfekt. Dann treffen wir uns dort. Perfekt. Dann treffen wir uns dort. Bist du schon mal dort gewesen? Bist du schon mal dort gewesen? Nein. Das wird mein erstes Mal sein. Hast du? Nein. Das wird mein erstes Mal sein. Hast du? Ja. Ich war letzte Woche mit ein paar Freunden dort. Es war toll. Ja. Ich war letzte Woche mit ein paar Freunden dort. Es war toll. Gut zu hören. Ich freue mich darauf. Gut zu hören. Ich freue mich darauf. Ich auch. Ich habe Lust auf gute Pasta. Ich auch. Ich habe Lust auf gute Pasta. Pasta hört sich gut an, aber ich könnte auch Pizza haben. Pasta hört sich gut an, aber ich könnte auch Pizza haben. Mit Pizza kann man nichts falsch machen. Welchen Typ meinen Sie?
Mit Pizza kann man nichts falsch machen. Welchen Typ meinen Sie? Es ist wahrscheinlich Margherita. Einfach, aber immer lecker. Es ist wahrscheinlich Margherita. Einfach, aber immer lecker. Ich könnte mich für die Meeresfrüchte Linguini entscheiden. Ich könnte mich für die Meeresfrüchte Linguini entscheiden. Es hört sich toll an. Ich liebe alles, was Meeresfrüchte enthält. Es hört sich toll an. Ich liebe alles, was Meeresfrüchte enthält. Dies ist eine ihrer Spezialitäten und es ist wirklich köstlich. Dies ist eine ihrer Spezialitäten und es ist wirklich köstlich. Dann sieht es nach einem Gewinner aus. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Dann sieht es nach einem Gewinner aus. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Haben Sie sich schon für den Nachtisch entschieden? Haben Sie sich schon für den Nachtisch entschieden? Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass es dort tolles Tiramisu gibt. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass es dort tolles Tiramisu gibt. Das ist es, was ich letztes Mal erlebt habe. Auf jeden Fall etwas zum Ausprobieren. Das ist es, was ich letztes Mal erlebt habe. Auf jeden Fall etwas zum Ausprobieren. Okay. Ich liebe es. Tiramisu ist es. Okay. Ich liebe es. Tiramisu ist es. Gute Wahl. Der perfekte Abschluss des Essens. Gute Wahl. Der perfekte Abschluss des Essens. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Ist 7 Uhr für Sie in Ordnung? Ich auch. Ist 7 Uhr für Sie in Ordnung? Ja, das passt perfekt in meinen Zeitplan. Ja, das passt perfekt in meinen Zeitplan. Okay, ich reserviere um 19 Uhr für 2 Personen. Okay, ich reserviere um 19 Uhr für 2 Personen. Danke, Michael. Ich freue mich darauf. Danke, Michael. Ich freue mich darauf. Ebenso, Maria. Es wird ein tolles Abendessen. Ebenso, Maria. Es wird ein tolles Abendessen. Definitiv. Wir sehen uns im Restaurant. Definitiv. Wir sehen uns im Restaurant. Bis später. Seien Sie vorsichtig. Bis später. Seien Sie vorsichtig. Du auch, Michael. Auf Wiedersehen. Du auch, Michael. Auf Wiedersehen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. Hast du gestern Abend deine Hausaufgaben gemacht? Mir geht's gut, danke. Hast du gestern Abend deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe es vor dem Abendessen beendet. Hast du getan? Ja, ich habe es vor dem Abendessen beendet. Hast du getan? Nein, ich steckte in einem Film fest und hatte keine Zeit. Nein. Ich steckte in einem Film fest und hatte keine Zeit. Sie sollten versuchen, Ihre Zeit besser einzuteilen. Sie sollten versuchen, Ihre Zeit besser einzuteilen. Ich weiß, daran muss ich arbeiten. Übrigens, hast du schon unseren neuen Lehrer kennengelernt? Ich weiß, daran muss ich arbeiten. Übrigens, hast du schon unseren neuen Lehrer kennengelernt? Ja, Frau Johnson. Er ist wirklich nett, nicht wahr? Ja, Frau Johnson. Er ist wirklich nett, nicht wahr? Ja, es sieht toll aus. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Ja, es sieht toll aus.
Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Der Englischunterricht gefällt mir sehr gut. In Ordnung, und du? Der Englischunterricht gefällt mir sehr gut. In Ordnung, und du? Ich bevorzuge Mathe. Für mich schwieriger. Ich bevorzuge Mathe. Für mich schwieriger. Interessant. Ich finde Mathe schwierig. Interessant. Ich finde Mathe schwierig. Keine Sorge. Ich kann Ihnen bei der Mathematik helfen, wenn Sie möchten. Keine Sorge. Ich kann Ihnen bei der Mathematik helfen, wenn Sie möchten. Danke. Das wäre toll. Danke. Das wäre toll. Was machst du normalerweise nach der Schule? Was machst du normalerweise nach der Schule? Montags und mittwochs habe ich Fußballtraining. Montags und mittwochs habe ich Fußballtraining. Das hört sich lustig an. Freitags spiele ich Basketball. Das hört sich lustig an. Freitags spiele ich Basketball. Wir sollten unsere Freunde einladen, sich unsere Spiele anzusehen. Wir sollten unsere Freunde einladen, sich unsere Spiele anzusehen. Das ist eine gute Idee. Lass es uns tun. Das ist eine gute Idee. Lass es uns tun. Haben Sie sich entschieden, was Sie sein wollen, wenn Sie erwachsen sind? Haben Sie sich entschieden, was Sie sein wollen, wenn Sie erwachsen sind? Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht ein Arzt oder ein Ingenieur. Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht ein Arzt oder ein Ingenieur. Ich möchte Lehrer werden. Ich liebe es, anderen beim Lernen zu helfen. Ich möchte Lehrer werden. Ich liebe es, anderen beim Lernen zu helfen. Das ist ein edler Beruf. Ich bin sicher, dass Sie ein großartiger Lehrer sein werden. Das ist ein edler Beruf. Ich bin sicher, dass Sie ein großartiger Lehrer sein werden. Danke, Michael. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Danke, Michael. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Harry Potter. Hat mir wirklich gut gefallen. In Ordnung, und du? Harry Potter. Hat mir wirklich gut gefallen. In Ordnung, und du? Ich liebe To Kill a Mockingbird. Das ist ein Klassiker. Ich liebe To Kill a Mockingbird. Das ist ein Klassiker. Ich habe das noch nicht gelesen. Ich muss nachsehen. Ich habe das noch nicht gelesen. Ich muss nachsehen. Auf jeden Fall eine Pflichtlektüre. Hast du ein Haustier? Auf jeden Fall eine Pflichtlektüre. Hast du ein Haustier? Ja. Ich habe einen Hund namens Maximal. Es ist sehr lustig. Ja. Ich habe einen Hund namens Maximal. Es ist sehr lustig. Ich habe eine Katze namens Mustache. Sie ist wirklich süß und flauschig. Ich habe eine Katze namens Mustache. Sie ist wirklich süß und flauschig. Vielleicht können Sie irgendwann einen Spieltermin vereinbaren. Vielleicht können Sie irgendwann einen Spieltermin vereinbaren. Das wäre so süß. Lasst uns planen. Das wäre so süß. Lasst uns planen. Was ist dein Plan für das Wochenende? Was ist dein Plan für das Wochenende? Ich gehe am Samstag mit meiner Familie spazieren. Ich gehe am Samstag mit meiner Familie spazieren. Das klingt so lustig. Ich bleibe einfach zu Hause. Das klingt so lustig. Ich bleibe einfach zu Hause. Sie können sich entspannen und vielleicht mit Ihren Hausaufgaben fortfahren. Sie können sich entspannen und vielleicht mit Ihren Hausaufgaben fortfahren. Ja, das sollte ich unbedingt tun. Danke für das Erinnern. Ja, das sollte ich unbedingt tun. Danke für das Erinnern. Es ist okay. Wir alle brauchen etwas Ruhe.
Es ist okay. Wir alle brauchen etwas Ruhe. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals Maradona beim Fußballspielen gesehen? Hey Mary, hast du jemals Maradona beim Fußballspielen gesehen? Ja, ich habe Clips seiner unglaublichen Talente gesehen. Er war eine Legende. Ja, ich habe Clips seiner unglaublichen Talente gesehen. Er war eine Legende. Sein Dribbling war definitiv einzigartig. Haben Sie eine Lieblingserinnerung an Maradona? Sein Dribbling war definitiv einzigartig. Haben Sie eine Lieblingserinnerung an Maradona? Sein Hand of God Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 war umstritten, aber ikonisch. Sein Hand of God Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 war umstritten, aber ikonisch. Stimmt. Aber sein zweites Tor in diesem Spiel war großartig, nicht wahr? Stimmt. Aber sein zweites Tor in diesem Spiel war großartig, nicht wahr? Ach, das Jahrhunderttor zieht sich durch die gesamte Mannschaft. Auffallend. Ach, das Jahrhunderttor zieht sich durch die gesamte Mannschaft. Auffallend. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand dieses Maß an Können und Mut nachahmen könnte. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand dieses Maß an Können und Mut nachahmen könnte. Tatsächlich hatte Maradona einen einzigartigen Stil, der ihn von allen anderen unterschied. Tatsächlich hatte Maradona einen einzigartigen Stil, der ihn von allen anderen unterschied. Sein Einfluss reichte über das Feld hinaus, oder? Er war eine kulturelle Ikone. Sein Einfluss reichte über das Feld hinaus, oder? Er war eine kulturelle Ikone. Ja, er war viel mehr als ein Fußballspieler. Es war ein Symbol für Leidenschaft und Rebellion. Ja, er war viel mehr als ein Fußballspieler. Es war ein Symbol für Leidenschaft und Rebellion. Sein Einfluss auf den Sport und sein Land war tiefgreifend. Argentinien verehrte ihn. Sein Einfluss auf den Sport und sein Land war tiefgreifend. Argentinien verehrte ihn. In Buenos Aires wurde sogar ein Stadion nach ihm benannt, oder? In Buenos Aires wurde sogar ein Stadion nach ihm benannt, oder? Ja, Diego Maradona Stadion. Dies ist ein Zeugnis seines Erbes. Ja, Diego Maradona Stadion. Dies ist ein Zeugnis seines Erbes. Ich habe gehört, dass er auch viele persönliche Probleme hatte. Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Ich habe gehört, dass er auch viele persönliche Probleme hatte. Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Sicherlich bringt Ruhm oft eigene Herausforderungen und Belastungen mit sich. Sicherlich bringt Ruhm oft eigene Herausforderungen und Belastungen mit sich. Es muss für ihn schwer gewesen sein, all das Lob und die Kritik zu ertragen. Es muss für ihn schwer gewesen sein, all das Lob und die Kritik zu ertragen. Aber es blieb trotzdem überlebensgroß, oder? Die wahre Ikone seiner Zeit. Aber es blieb trotzdem überlebensgroß, oder? Die wahre Ikone seiner Zeit. Sein Charisma und seine magnetische Persönlichkeit waren unbestreitbar. Sein Charisma und seine magnetische Persönlichkeit waren unbestreitbar. Er hatte die Art, Menschen auf und neben dem Spielfeld zu fesseln.
Er hatte die Art, Menschen auf und neben dem Spielfeld zu fesseln. Ich erinnere mich, dass ich etwas über seine Zeit in Neapel gelesen habe. Dort wurde er fast zu einem Gott. Ja, er hat Napoli während seiner Zeit dort im Alleingang zur Größe geführt. Die Stadt verehrte ihn und er erwiderte die Liebe. Es ist erstaunlich, wie eine Person einen so tiefgreifenden Einfluss auf eine Stadt haben kann. Es war ein Symbol der Hoffnung und des Stolzes für die Menschen in Neapel. Und er nutzte seine Plattform auch, um sich für soziale Anliegen einzusetzen, oder? Ja, er äußerte sich lautstark zu Themen wie Armut und Ungleichheit. Dies ist das Zeichen eines echten Menschenfreunds, der seinen Einfluss zum Guten nutzt. Es ist bedauerlich, dass sein Leben in seinen späteren Jahren einige schwierige Wendungen nahm. Ja, Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Es bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Es erinnert uns daran, dass selbst unsere Helden Menschen sind, die ihre eigenen Probleme haben. Definitiv. Es ist wichtig, sich an die Person zu erinnern, die hinter der Legende steht. Trotz seiner Schwächen ist Maradonas Einfluss auf die Fußballwelt unauslöschlich. Sein Vermächtnis wird Spieler und Fans noch über Generationen hinweg inspirieren. Tatsächlich wird seine Seele dank dieses wunderschönen Spiels, das er so sehr liebte, weiterleben. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, es war schön. Ich habe einige meiner Freunde besucht. Ich habe mich größtenteils zu Hause ausgeruht. Übrigens,
Hast du schon den neuen Sandwichladen weiter unten an der Straße ausprobiert? Ich habe mich größtenteils zu Hause ausgeruht. Übrigens, hast du schon den neuen Sandwichladen weiter unten an der Straße ausprobiert? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Ja. Ich war letzte Woche dort und die Sandwiches waren köstlich. Ja. Ich war letzte Woche dort und die Sandwiches waren köstlich. Dann muss ich nachsehen. Was hattest du? Dann muss ich nachsehen. Was hattest du? Ich habe die Truthahn-Avocado-Sandwiches gegessen. Es war wundervoll. Ich habe die Truthahn-Avocado-Sandwiches gegessen. Es war wundervoll. Es klingt sehr lecker. Ich werde es heute zum Mittagessen probieren. Es klingt sehr lecker. Ich werde es heute zum Mittagessen probieren. Perfekte Wahl. Übrigens, haben Sie die Tagesordnung für die Teambesprechung heute Nachmittag gesehen? Perfekte Wahl. Übrigens, haben Sie die Tagesordnung für die Teambesprechung heute Nachmittag gesehen? Nein. Ich hatte noch keine Gelegenheit, nachzuschauen. Gibt es da etwas Wichtiges? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, nachzuschauen. Gibt es da etwas Wichtiges? Wir werden neue Projektzeitpläne und einige bevorstehende Fristen besprechen. Wir werden neue Projektzeitpläne und einige bevorstehende Fristen besprechen. Danke für die Information. Ich werde auf jeden Fall vorbereitet sein. Danke für die Information. Ich werde auf jeden Fall vorbereitet sein. Gern geschehen, benötigen Sie Hilfe bei irgendetwas vor dem Meeting? Gern geschehen, benötigen Sie Hilfe bei irgendetwas vor dem Meeting? Vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe bei den Präsentationsfolien. Können Sie sie mit mir besprechen? Vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe bei den Präsentationsfolien. Können Sie sie mit mir besprechen? Natürlich. Maria, treffen wir uns nach dem Mittagessen im Konferenzraum. Natürlich. Maria, treffen wir uns nach dem Mittagessen im Konferenzraum. Hört sich gut an. Danke, Michael. Hört sich gut an. Danke, Michael. Wann immer du willst, Mary. Wir sind ein tolles Team. Wann immer du willst, Mary. Wir sind ein tolles Team. Ich stimme zu, Michael. Gemeinsam können wir alles überwinden. Ich stimme zu, Michael. Gemeinsam können wir alles überwinden. Apropos Teamwork. Haben Sie gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Apropos Teamwork. Haben Sie gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Ich habe es verpasst, wer gewann? Ich habe es verpasst, wer gewann? Die Heimmannschaft gewann in der Verlängerung mit 3 Punkten Vorsprung. Die Heimmannschaft gewann in der Verlängerung mit 3 Punkten Vorsprung. Es sieht nach einem spannenden Spiel aus. Ich wünschte, ich könnte zuschauen. Es sieht nach einem spannenden Spiel aus. Ich wünschte, ich könnte zuschauen. Ja, es war definitiv Nagelbrecher. Ja, es war definitiv Nagelbrecher. Vielleicht gehe ich das nächste Mal zum Spiel. Vielleicht gehe ich das nächste Mal zum Spiel. Auf jeden Fall, Maria. Lasst uns planen, es uns irgendwann einmal gemeinsam anzuschauen. Auf jeden Fall, Maria. Lasst uns planen, es uns irgendwann einmal gemeinsam anzuschauen. Klingt lustig. Wir können Pizza bestellen und einen Spieleabend veranstalten. Klingt lustig. Wir können Pizza bestellen und einen Spieleabend veranstalten.
Zähl mich auch. Es ist ein Date. Zähl mich auch. Es ist ein Date. Großartig. Ich freue mich darauf. Großartig. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir? Hallo Mary. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Danke. Welche Übungen hast du heute vor? Mir geht es auch gut. Danke. Welche Übungen hast du heute vor? Ich denke darüber nach, heute etwas Cardio zu machen. Du? Ich denke darüber nach, heute etwas Cardio zu machen. Du? Ich denke auch darüber nach, Krafttraining zu machen. Ich denke auch darüber nach, Krafttraining zu machen. Großartig. Vielleicht können wir später zusammen Cardio machen. Großartig. Vielleicht können wir später zusammen Cardio machen. Natürlich. Mit Freude. Natürlich. Mit Freude. Welches Krafttraining machst du? Welches Krafttraining machst du? Heute werde ich Rücken- und Schulterübungen machen. Heute werde ich Rücken- und Schulterübungen machen. Gute Wahl. Ich denke darüber nach, mich auch auf meine Beine zu konzentrieren. Gute Wahl. Ich denke darüber nach, mich auch auf meine Beine zu konzentrieren. Wie viel Gewicht verwenden Sie? Wie viel Gewicht verwenden Sie? Ich verwende derzeit 10 Pfund Hanteln. Ich verwende derzeit 10 Pfund Hanteln. Ich verwende das gleiche Gewicht. Du hast eine gute Balance gefunden. Ich verwende das gleiche Gewicht. Du hast eine gute Balance gefunden. Vielen Dank. Ich habe mich im Laufe der Zeit verbessert, seit ich dieses Unternehmen gegründet habe. Vielen Dank. Ich habe mich im Laufe der Zeit verbessert, seit ich dieses Unternehmen gegründet habe. Das ist es. Du musst weitermachen und weitermachen. Das ist es. Du musst weitermachen und weitermachen. Definitiv. Welches Cardio-Training bevorzugen Sie? Definitiv. Welches Cardio-Training bevorzugen Sie? Normalerweise laufe ich lieber auf dem Laufband. Normalerweise laufe ich lieber auf dem Laufband. Manchmal fahre ich auch gerne Fahrrad. Manchmal fahre ich auch gerne Fahrrad. Radfahren ist ein großartiges Cardio-Training. Radfahren ist ein großartiges Cardio-Training. Ja, es macht Spaß und ist effektiv. Ja, es macht Spaß und ist effektiv. Wann fängst du an? Wann fängst du an? Ich kann jetzt anfangen, ist es für dich in Ordnung? Ich kann jetzt anfangen, ist es für dich in Ordnung? Klar, fangen wir an. Klar, fangen wir an. Großartig. Also fangen wir an. Großartig. Also fangen wir an.